Herr Abgeordneter Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Ja, werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kollegen von den Linken. Die Linke hat ja heute eine Aktuelle Stunde eingereicht zu dem Thema Energiewende braucht Tarifverträge auch bei Vestas. Und ich habe mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, welches politische Signal Sie jetzt heute vom Bundestag erwarten. Also ich kann Ihnen hier eine persönliche Stellungnahme geben. Ich wünsche jedem Mitarbeiter in Deutschland, dass er sehr gute Arbeitsbedingungen hat, dass er sehr gute Lohnbedingungen hat. Ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass Tarifverträge dazu einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Deswegen wünsche ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Vestas allen möglichen Erfolg bei der Durchsetzung ihrer Tarifvorstellungen. Aber wir sind hier als Bundestag nicht zuständig. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber im Grundgesetz steht da was von Vertragsfreiheit und es steht da was von Tarifautonomie, die übrigens definiert ist als frei von staatlichen Eingriffen. Und wir sind ja als Bundestag Organ der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn das frei von staatlichen Eingriffen sein soll, dann haben wir hier schlichtweg nichts zu sagen. Damit könnte man die politische Debatte beenden. Aber ich will trotzdem Ihnen mal erklären, warum die ganze Frage in der Energiebranche gar nicht mal so leicht ist von den Linken. Weil ich weiß ja, die Linken, die lieben Planwirtschaft, so wie die Ampel die Planwirtschaft liebt, ne, gerade in der Energiewendepolitik. Aber tatsächlich Einfluss zu nehmen auf eine dänische Firma oder Einfluss nehmen zu wollen auf eine dänische Firma, das zeigt einfach nur, dass die Ideologie grenzenlos ist. Herr Psirske, Ihnen ist ein Satz rausgerutscht, der tatsächlich wahrer nicht sein könnte. Es lohnt sich nicht, in der Windkraftbranche zu arbeiten. Und es liegt daran, dass die Windkraftbranche an sich hochdefizitär ist. Ich würde mal vermuten, dass Vestas deswegen auch Probleme hat, auf die Tarifforderungen einzugehen. Wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen von Vestas, da war ja Vestas Deutschland GmbH schon 2019 mit 38,6 Millionen Euro im Verlust. Letztes Jahr Vestas Dänemark 1,572 Milliarden Euro Verlust. Das ist ein EBIT von minus 1,59 Milliarden Euro und es ist eine Eigenkapitalrendite von minus 53%. Also man muss sich nicht an der Börse besonders gut auskennen, um festzustellen, dass das uns miserable Zahlen sind. Und wissen Sie was, Herr Kollege, wie das zustande kommt? Das liegt daran, dass Windenergie schlichtweg nicht profitabel ist. Jedes Kleinkind weiß das eigentlich, wenn es mal versucht, mit einem Windspiel einen Fernseher zu betreiben. Das funktioniert nicht. Es funktioniert genauso wenig, wie mit Windkraftanlagen eine Industrienation zu betreiben. Das Problem ist, ja, Sie brauchen ja einen Investor, der überhaupt bereit ist, diese Windkraftanlagen zu betreiben. So, und der kann aber auch nur deswegen überleben, weil Sie massenhaft Steuergeld in diese Windkraft reinschieben, die auf keine Kuhhaut geht. So, und dieser Investor, der damit noch irgendwie Gewinn machen möchte, der muss natürlich auch die Windkraftanlagen irgendwie günstig einkaufen. Und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz. Solche Firmen wie Vestas, aber auch andere, wir haben zum Beispiel auch Eichhoff Windpower gehabt, die sind gar nicht mehr in der Lage, die Windkraftanlagen marktfähig anzubieten, weil damit kein Gewinn zu erwirtschaften ist. Und Ihre planwirtschaftliche Haltung, die Sie da haben, die hat Sie ja dann dazu verführt, immer mehr ins EEG reinzustecken. Die Union war da ja schon beteiligt. Ganze 4,536 Milliarden Euro EEG-Umlage, ursprünglich aus dem Strompreis, jetzt ja aus dem Bundeshaushalt, werden in Windenergie reingeschoben. Wenn Sie das mal umrechnen und anschauen, dass ein Arbeitnehmer, ein durchschnittlicher deutscher Arbeitnehmer, ein Bruttogehalt von 40.000 Euro im Jahr hat, dann schieben Sie das Jahresgehalt von 113.445 Arbeitnehmern alleine in ihr planwirtschaftliches Projekt Windkraft. Und trotzdem lohnt es sich noch nicht, weil die Windräder schlichtweg nicht funktionieren. 28.000 große Windkraftanlagen haben wir ja in Deutschland. Wir wissen gar nicht, wie viele rentabel sind. Die NZZ hat es mal untersucht und herausgefunden, dass ein Viertel der untersuchten Windräder einen Kapazitätsfaktor von weniger als 20% haben. Nur 15% der Anlagen haben eine Auslastung von mehr als 30%. Bei solchen Zahlen verwundert es absolut nicht, dass Windkraft einfach marktwirtschaftlich nicht funktioniert. Und deswegen darf ich an dieser Stelle diesen dringenden Appell der Marktwirtschaft an Sie richten. Arbeitnehmer werden nur dann gute Arbeitsbedingungen haben, werden nur dann gute Tariflöhne haben, wenn man tatsächlich mit dieser Arbeit auch etwas Vernünftiges erwirtschaften kann. Und das kann man mit Ihrer grünen Energiewende eben nicht.
Ihre grüne Energiewende ist purer Sozialismus und wehret den Anfängen bei jedem Sozialismus, ob er unter der Fahne mit Hammer und Sichel daherkommt oder unter dem Sternenbanner oder unter einem Regenbogen. Sozialismus führt immer in den Abstieg, in die absolute Armut. Wir von der AfD, wir stehen für die Freiheit, wir stehen für die soziale Marktwirtschaft und damit stehen wir für wirtschaftlichen Aufschwung, Stabilität und gute Arbeitsbedingungen für alle in Deutschland. Haben Sie vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Jens